Herzlich willkommen zu Diagramme mit Excel. Die Videos, in denen ich dir zeige, wie du mit der Software Excel Diagramme erstellen kannst. Dies ist ein Mathematik macht Freude, Freunde Video und ich bin die Katharina. Am Ende dieses Videos kannst du ein Säulendiagramm selbst erstellen, ein Balkendiagramm erstellen, ein Liniendiagramm erstellen und ein Kreisdiagramm erstellen. Und du weißt dann auch, welches Diagramm wofür besonders gut geeignet ist. Als erstes zeige ich dir noch ein paar Details zu den Säulendiagrammen. Die kann man fast immer verwenden, solange es nicht zu viele Daten sind. Und du kannst sie auch für mehrere Datenreihen verwenden. Hier habe ich ein paar geeignete Daten vorbereitet. 5 Kinder sind ein paar Runden gelaufen und haben gestoppt, wie lange sie gebraucht haben. Jetzt wollen wir das Ganze in einem Diagramm darstellen. Dazu markiere ich wieder den ganzen benötigten Bereich und der benötigte Bereich, das sind immer die Zahlen, also dieser Teil hier, plus und noch dazu eine Überschriftszeile und eine Kategoriespalte. Wenn ich nun das hier markiere, dann könnte ich so wie im Basic-Video einfach die Schnellanalyse ihre Arbeit machen lassen. Aber du kannst noch mehr tun. Auf der Einfügen-Registerkarte gibt es eine ganze Gruppe nur für die Diagrammerstellung. Und in dieser Gruppe wollen wir uns ein paar Diagrammtypen näher anschauen. Hinter diesem Eintrag hier versteckt sich Säulen- oder Balkendiagramm einfügen. Na, schauen wir mal, was das ist. Und du siehst, da gibt es verschiedene Säulentypen. Mit dem allerersten Eintrag erzeugen wir nun gruppierte Säulen. Das heißt, wir sehen jetzt nun nebeneinander Ahmeds erste Runde, Ahmeds zweite Runde und Ahmeds dritte Runde. Dann Barbaras erste Runde, zweite Runde und dritte Runde. Clemens ist dann dran, Dragomir und Emily. Und wir können zum Beispiel schnell ablesen, dass sich Dragomir von Runde zu Runde verbessert hat, Emily von Runde zu Runde verschlechtert und so weiter. Ein anderes Säulendiagramm, das du hier auswählen könntest, ist gleich neben diesem ersten Säulendiagramm, neben den gruppierten Säulen, hier gibt es auch noch gestapelte Säulen. Und diese beiden möchte ich mit dir noch gemeinsam vergleichen, weil es einen Unterschied macht, welches von beiden du auswählst. Im ersten Diagramm, im gruppierten Diagramm, wo die Säulen gruppiert sind, da siehst du besonders gut jede einzelne Leistung, jede einzelne Rundenzeit und du kannst sie gut vergleichen. Zum Beispiel hat Ahmed in seiner ersten Runde etwas länger gebraucht als in seiner dritten, etwas länger als Clemens in seiner ersten, er war etwas schneller als Emily in ihrer dritten Runde und so weiter. Bei diesen gestapelten Säulen hier rechts, da sehe ich das nicht mehr so gut. Da sehe ich aber sehr gut, wie viel Zeit die einzelnen Kinder insgesamt gebraucht haben. Wenn ich ganz genau schaue, sehe ich, Ahmed war der Schnellste, Barbara die Zweitschnellste, gefolgt von Emily, Clemens und Dragomir. Und das sehe ich hier in dem ersten Diagramm bei den gruppierten Säulen nicht. Da weiß ich nicht, wer am längsten und wer am kürzesten gebraucht hat. Das heißt, die gruppierten Säulen verwendest du dann, wenn die einzelnen Punkte wichtig sind, die einzelnen Werte. Die gestapelten Säulen verwendest du dann, wenn das Gesamtergebnis wichtiger ist. Jetzt bist du dran. Erfasse mehrere Datenreihen und erzeuge Säulendiagramme, gruppiert und gestapelt, und schau dir an, was du für einen Unterschied entdecken kannst. Geh einfach auf Pause, löse die Aufgabe und klicke dann auf Weiter. Fassen wir zusammen. Wenn du im Menü Einfügen in der Gruppe Diagramme einen Diagrammtyp auswählst, dann kannst du dich zwischen verschiedenen Diagrammtypen entscheiden. Wir haben uns das Säulendiagramm bereits angeschaut, das gibt es gruppiert und das gibt es gestapelt. Bevor wir weitergehen, möchte ich dir noch etwas Wichtiges sagen. Es gibt auch noch andere Säulen, vor allem die hier, sind ganz gefährlich. Alles, was dreidimensional ist, schaut zwar auf den ersten Blick gut aus, aber ganz ehrlich, da kennt man sich ohne Lineal dann überhaupt nicht mehr aus. Verwende keine 3D-Diagramme, das ist nicht gut. Jetzt geht es weiter. Das Balkendiagramm. Das Balkendiagramm ist eigentlich dasselbe wie ein Säulendiagramm, nur hat es jemand umgeworfen. Es eignet sich also
für genau die gleichen Situationen wie das Säulendiagramm. Zusätzlich ist es besonders dann gut geeignet, wenn die Zahlen Zeiten darstellen. Wir schauen uns das gleich an. Hier sind wieder Daten. Ein paar Kinder haben mitgestoppt, wie lange sie für die erste, für die zweite und für die dritte Hausübung gebraucht haben. Ich markiere wieder alle Daten mit der Überschrift und der Kategoriespalte und suche mir jetzt die Balken aus. Und auch die Balken gibt es wieder gruppiert oder gestapelt, je nachdem, was ich wissen möchte. Ich zeige dir jetzt die gestapelten Balken. So sehen sie aus. Und da siehst du, dass man sehr gut für wie lange hat etwas gedauert, diese Balken verwenden kann. Je länger der Balken, desto länger hat es gedauert. Benze war der schnellste und die Lara war die langsamste. Jetzt bist du wieder dran. Erfasse mehrere Datenreihen und erzeuge Balkendiagramme. Ein gruppiertes, ein gestapeltes. Drück dazu auf Pause, löse die Aufgabe und klicke nachher auf Weiter. Das waren die Balkendiagramme. Genauso wie die Säulendiagramme nimmst du die gruppierten Diagramme, wenn die einzelnen Werte alle wichtig sind, und die gestapelten, wenn die Summen wichtiger sind. Das Balkendiagramm ist besonders gut geeignet, wenn es um Zeitwerte geht, wenn die Frage lautet, wie lange hat es gedauert? Das Liniendiagramm ist unser nächstes Diagramm. Es ist besonders dann geeignet, wenn du wirklich viele Daten hast oder auch wenn du einen zeitlichen Verlauf darstellen möchtest. Wie sieht das aus? Ich habe dir auch dafür ein Beispiel mitgebracht. Eine ganze Menge Kinder haben bei einem Stationenbetrieb an 14 Stationen Punkte gesammelt. Jetzt wollen wir das Diagramm darstellen. Ich markiere wieder alles und klicke auf das Säulendiagramm. Und ich glaube, du siehst, warum ich finde, dass das Säulendiagramm hier nicht besonders geeignet ist. Da kennt sich jetzt keiner mehr aus. Ich lösche das wieder und stattdessen verwenden wir jetzt ein Liniendiagramm. Einfügen und Liniendiagramm. Und bei 2D-Linie findest du zwei sehr hübsche Diagramme dafür. Eine Linie ohne Punkte oder eine Linie mit Punkten. Such dir aus, was dir besser gefällt. 3D-Linien wollen wir sowieso nicht. Und wenn ich mir dieses Diagramm jetzt anschaue, dann ist das schon weniger verwirrend als das Säulendiagramm. Ich kann immerhin noch die einzelnen Linien da verfolgen. Ich kann dem nachlaufen und mit der Maus nachfahren. Wenn das Diagramm groß genug ist, ist es besser, das zu lesen als das Säulendiagramm von vorhin. Das Liniendiagramm ist aber auch dann gut geeignet, wenn man sich etwas über die Zeit anschauen möchte. Einige Schülerinnen sind jedes Jahr gemessen worden. Hier ist ihre Körpergröße in Zentimetern eingetragen. Schauen wir uns einmal an, wie sie gewachsen sind. Ich markiere wieder meine Daten mit der Überschrift und der Kategorie, klicke auf Einfügen und Liniendiagramm und kann mir das jetzt ganz genau anschauen. Wer ist wann wie schnell gewachsen? Wer hat den anderen wann überholt? Jetzt bist du dran. Erfasse mehrere Datenreihen und erzeuge ein Liniendiagramm. Geh dazu auf Pause, löse die Aufgabe und klick nachher auf Weiter. Das Liniendiagramm besteht aus Datenpunkten, die mit Linien verbunden werden. Besonders gut geeignet ist es, wenn es sehr viele Daten gibt. Und besonders gut geeignet ist es, wenn ein zeitlicher Verlauf dargestellt werden soll. Wenn etwas jedes Jahr oder jeden Monat oder jeden Tag gemessen wird. Oder wenn die Kategorien einfach so zeitlich nacheinander sind. Der erste Test, der zweite Test, der dritte Test. Das letzte Diagramm, das wir uns ansehen, ist das Kreisdiagramm. Das Kreisdiagramm kann nur eine einzige Datenreihe darstellen und du verwendest es dann, wenn dich besonders das Verhältnis dieser Daten interessiert. Was ist besonders groß, was ist besonders klein? Das sieht man bei diesem Kreisdiagramm, das auch ein bisschen wie eine Torte ausschaut, sehr, sehr rasch. Auch da habe ich wieder Daten. Wir haben in einer Klasse gezählt, welche Art von Schuhen die Kinder anhaben. Und wollen jetzt wissen, welche Schuhe sind sehr häufig, welche Schuhe sind sehr selten. Auch das lässt sich wieder mit einem Diagramm herzeigen. Ich markiere einfach meine Daten und du siehst hier etwas Besonderes. Ich passe sehr gut auf, dass ich die Gesamtzahl nicht mitmarkiere, weil die gehört da nicht hinein. Einfügen und jetzt wähle ich hier das Kreisdiagramm aus. Und so sieht das aus. Jetzt sehe ich wirklich auf einen Blick, dass die meisten Schülerinnen in dieser Klasse Sneaker tragen. Und dann kommen die mit den Ballerinas, dann die mit den Slippern
Doc Martens sind noch beliebt und Stiefletten hat überhaupt nur ein einziges Kind an. Jetzt bist du dran. Erfasse eine Datenreihe und erzeuge ein Kreisdiagramm. Geh dazu auf Pause, löse die Aufgabe und klicke dann auf Weiter. Fassen wir zusammen. Das Kreisdiagramm beinhaltet nur eine Datenspalte und ist besonders gut geeignet, wenn Verhältnisse dargestellt werden sollen. Jetzt kannst du selbst wählen, ob du ein Säulen-, ein Balken-, ein Linien- oder ein Kreisdiagramm herstellen möchtest. Du kennst den Unterschied zwischen gruppierten und gestapelten Diagrammen. Und ich hoffe, es geht dir wie mir. Ich zeichne lieber mit Excel als mit Bleistift und Lineal. Viel Spaß!